Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gib mir mehr Box von Lumara. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lumara, gib mir mehr, lesen wir hier. Also vom Boxdesign sehr minimalistisch gehalten das Ganze. Wir haben eine weiße Box mit schwarzem Aufdruck Lumara und dann in dieser Schreibschrift Gib mir mehr. Hier lesen wir nochmal Lumara. Hier nochmal Lumara, gib mir mehr. Und hier nochmal Lumara. Auf der linken Seite nochmal Interpret plus Album. Und auf der Rückseite nochmal dasselbe. Und hier lesen wir Limited Fan Edition, 3 CD, Album, Instrumental plus Bonus Songs, T-Shirt, Gymbag, 2 Sticker, Autogrammkarte und Poster, Credits und ein Barcode. Wir haben es hier zu tun mit so einer klassischen Clubbox. Hier geht das Ganze auf. Auch hier haben wir nochmal Lumara, 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 gib mir mehr stehen. Wir haben einmal die Gymbag, also den Turnbeutel, das T-Shirt, einmal das Album im Digipack, eine Postkarte, ein Sticker, eine unterschriebene Autogrammkarte und ein Poster. Alles klar. Gut, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also hier haben wir jetzt nicht nur den Schriftzug Gib mir mehr und Lumara stehen. Nein, hier haben wir auch die gute Dame abgebildet. Und wir haben hier 18 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Ozan. Und ich glaube, das war's. Jawohl, das einzige Feature. Die Favoriten von mir, also die Tracks, die bei mir speziell hängen geblieben sind, sind Nie so weit, also das ist ein echt guter Track, und hier da, Nummer 5, Wenn keiner dich versteht, der ist sogar mit Ozan, okay, also die beiden Tracks sind mir jetzt speziell hängen geblieben. Von innen sieht das Ganze so aus, hier einmal Lumara und hier nochmal. Dann haben wir hier gleich die CD, also die Standard-CD, 18 Tracks. Schauen wir uns gleich mal an. So sieht das Ganze aus. Auf der Rückseite lesen wir Lu. Und dann haben wir hier auch gleich das Booklet. Nehmen wir gleich mal raus. So, Cover kennen wir ja bereits. Und hier haben wir dann die einzelnen Tracks inklusive der gesamten Texte abgedruckt. Also, hier kann man das Ganze dann mitlesen oder nachlesen. Sehr schön gemacht. Und zwischendurch haben wir dann immer noch weitere Aufnahmen von Lumara. Einiges an Text. Also, ihr seht schon, da gibt es einiges mitzulesen. Viel, viel Inhalt, dieses Booklet. Und dann haben wir hier noch eine Danksagung bzw. die Credits. Und hier noch eine letzte Aufnahme. Okay, und das hier könnte man mehr oder weniger als Wendecover, oder ja, Cover haben wir in dem Fall nicht wirklich, weil es ja ein Digipack ist, aber könnte man natürlich umdrehen, je nachdem, welche Seite euch besser gefällt. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt diese Seite sogar besser. Und dann haben wir weiters
CD gerade rausgefallen. So, dann haben wir hier die Instrumentals auf dieser weiß-schwarzen CD. Instrumental lesen wir hier. Schauen wir uns auch gleich mal an. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir als dritten Tonträger noch die Bonus-Tracks. Hier haben wir nochmal 5 Tracks und keine Features. Also 5 Solo-Tracks von Lumara. Und ihr habt es vorhin schon gesehen, wenn wir jetzt das Booklet und die CDs hinausnehmen, dann haben wir hier über die gesamte Länge Lumara stehen. Sehr schön. Also bei dem Digipack hat man sich echt was überlegt. Finde ich gut gemacht, gut gestaltet das Ganze. Weiß-schwarz, aber es hat auf jeden Fall ein Konzept und man hat sich dabei echt Gedanken gemacht. Alles klar. Gut. Soweit zum Digipack. So sieht das Ganze noch von hinten aus. Also wir haben hier Lumara, gib mir mehr. Dann haben wir eine unterschriebene Autogrammkarte. Lumara, gib mir mehr, mit Herz hier unterschrieben. Auf der Rückseite noch Infos zum Album, beziehungsweise Social Media und YouTube. Dann haben wir einen Sticker, sehr groß, im rechteckigen Format. Lumara lesen wir hier. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, ist das ein... Es ist so wie so eine Postkarte. Also hier steht, fick dich, Lumara. Und hier haben wir nochmal Infos zum Album, beziehungsweise zur Box. Ja, erinnert sehr stark an Run DMC. Also von der Gestaltung her. Wie gesagt, eine Postkarte. Dann haben wir ein Poster. Dieses ist doppelseitig bedruckt. Auf der einen Seite haben wir Lumara, so wie wir es schon kennen vom Cover. Gib mir mehr. Und auf der Rückseite haben wir im Querformat Lumara an der Wand stehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bevorzuge diese Seite. Da gefällt sie mir deutlich besser. Ich weiß nicht warum, aber so mit dem Zopf oder so von der Pose, aus dem Profil, ist nicht so mein Fall. Hier mit glatten, mit offenen Haaren deutlich ansprechender, in meinen Augen. Aber natürlich ist das euch überlassen, welche Seite vom Poster ihr dann verwendet. Dann haben wir noch den Turnbeutel. Dieser sieht folgendermaßen aus. Also, hier lesen wir FCKDCH, was wohl Fick dich heißen wird, nur ohne die zwei I's. Auch wieder in diesem epischen, also in diesem Run TMC Design, wie man es echt überall schon kennt oder wie es überall nachgemacht wurde. Und hier unten lesen wir noch Lumara. Rückseite ist blank. Was ich gut finde an dem Turnbeutel, dass hier die beiden Schnüre jeweils mit einer Metallöse eingefasst wurden und dass das hier auch mit einem zusätzlichen Stück verstärkt wurde, damit das Ganze nicht so leicht durchscheuert. Oben ganz normal, ihr kennt das, zuzumachen. Jetzt würde mich nur noch interessieren, ob wir hier irgendwo noch einen Zettel haben. Okay, hier haben wir was. 100% Polyester, made in China. Alles klar. Hätte mich auch gewundert. Also, es fühlt sich so an, das ist Polyester. Okay, und als letzten Bestandteil der Box haben wir dann noch dieses T-Shirt in Weiß, Schwarz und Rot. Und wie könnte es anders sein? Auch hier wieder Fick dich, Lumara. Neckprint haben wir keinen. Also das T-Shirt klassisch in Weiß, Schwarz und Rot. Wirkt jetzt auf mich, ja, ich wollte gerade sagen, etwas kleiner als die regulären Shirts, denn wir haben es zu tun hier mit einem Shirt der Größe M. Sehr selten in Deutschrap-Boxen, aber gefällt mir natürlich, weil ich generell Größe M habe in den meisten Fällen. Wir haben hier 100% Baumwolle und das Ganze ist made in, hier sehen wir es, Marokko.
Gut, wir schauen uns das mal kurz im Detail an, damit ihr hier einen besseren Eindruck bekommt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier die zwei roten Balken und in der Mitte FCK, DCH, das wohl für Fick dich stehen wird. Und das eben in dieser klassischen Run-DMC Optik gehalten. Und hier unten haben wir dann noch weiß diesen Lumara Schriftzug. Also ist auf jeden Fall ein, ich sag mal, Blickfänger, einfach deswegen schon, weil es dieses klassische Run-DMC Design hat. Ob man jetzt mit einem T-Shirt herumlaufen möchte, auf dem dick und fett Fick dich mehr oder weniger steht, ist natürlich die andere Frage. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe M. Dann das Poster doppelseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Diese Postkarte. Dieser große Sticker im Querformat. Die unterschriebene Autogrammkarte. Der Turnbeutel. Und das Album inklusive Instrumentals und Bonustracks im Digipack, also drei CDs. Das alles in dieser wunderbaren Box. Gib mir mehr von Lumara. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album bzw. der Box haltet. Eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lumara unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.